Mein Name ist Thomas Meyer von der Office 365 Akademie und ich darf heute über das Thema sprechen, Microsoft 365 als Learning-Plattform. Es gibt mehrere Bestandteile. Ich führe euch mal im Überblick in das Thema ein. Als erstes mal das Allround-Werkzeug Microsoft Teams, das uns da zur Verfügung steht. Wir haben natürlich in Teams Kommunikationselemente drin. Wir können Webinare durchführen, wir können Online-Sessions durchführen, wir können Dateien teilen und so weiter. Dann können wir auch sämtliche Apps aus Microsoft 365 darin integrieren. Also zum Beispiel zur Content-Planung kann ich zum Beispiel Planner verwenden. Um Inhalte zu sammeln und zu erstellen, kann ich OneNote verwenden. Ich kann mit Video-Content arbeiten und diesen veröffentlichen in Microsoft Stream, der Videoplattform von Microsoft 365. Ich kann Videocontent auch erstellen mit PowerPoint oder der Stream-App, zum Beispiel auf dem Smartphone kann ich tatsächlich auch filmen. Ich kann Communities aufbauen, sei es jetzt in Teams oder dann in Yammer. Ich kann Lerninhalte nochmal strukturieren und darstellen, dann mit SharePoint und ich kann Wissensdokumente ganz klassisch erstellen mit Word und PowerPoint sowie dann eine Wissensdatenbank aufbauen, eben mit SharePoint oder OneNote. Und zum Schluss haben wir dann noch Umfragen, die ich anlegen kann, um auch Wissen mal abzufragen und abzugreifen, zum Beispiel dann mit Forms. Also sprich, wir haben hier schon eine recht große Bandbreite an Möglichkeiten, was ich denn alles machen kann und wo ich auch eine Interaktivität herkriege mit meinen Kollegen, nicht nur um fertige Inhalte bereitzustellen, sondern auch um Inhalte im Team zu generieren, also mit mehreren Personen. Es gibt eine Neuerung in Microsoft 365. Ihr habt es vielleicht am Anfang von meinem Vortrag gesehen. Ich habe es als nicht als Learning Management System bezeichnet, sondern mal als Lernplattform, um da zu interagieren. Microsoft hat schlichtweg noch einige Lücken, was es zum Weg zum Learning Management System was einfach da noch fehlt. Was Microsoft aber im Moment entwickelt, ist eine neue Learning-App. Die kann man sich auch mal angucken, zumindest auf einem YouTube-Video. Ich habe auf der Folie den Link mal mit draufgepackt. Ihr kriegt den aber auch natürlich dann auf den Folien mitgeliefert. Ich habe hier ein paar Screenshots mal gezogen. Diese neue Learning-App lässt sich dann auch einbauen in Microsoft Teams als Reiter. Auf diesem Reiter habe ich dann Zugriff auf verschiedene Kurse und Kursinhalte, zum Beispiel jetzt hier auch dann Inhalte von LinkedIn Learning oder sei es jetzt von Microsoft, von den Supportseiten. Die Inhalte, die kommen von Microsoft schon mit, aber ich kann auch eigene Inhalte da noch mit hinzufügen und mit einbauen. Und da haben wir dann auch so eine klassische Kursansicht, die wir im Moment so noch nicht finden, sondern erst mit SharePoint zum Beispiel bauen können. Hier sieht man jetzt auch die Integration von Supportseiten und Supportinhalten von Microsoft in diese Learning-App mit Fortschrittsmessung. Per Stand heute gibt es diese Learning-App von Microsoft noch nicht. Es gibt allerdings Drittanbieterlösungen, die sich ebenfalls in Microsoft Teams integrieren. Hier zum Beispiel ein Bild von LMS 365. Die bieten sowas in der Art auch an, nochmal ganz tiefer mit diversen Learning-Management-Funktionalitäten, um eben Lernfortschritte auch zu überwachen, um einzelne Kurse und Kurspakete durchzugehen und um zum Schluss dann auch zu sagen, okay, die Personen haben die und die Kurse abgeschlossen und um da ein Zertifikat dann abzurufen. Wenn wir nochmal den heutigen Stand betrachten, sieht es schlichtweg so aus, dass Office 365 oder Microsoft 365 noch kein vollwertiges LMS-System ist, beziehungsweise es einfach noch an Möglichkeiten fehlt, zum Beispiel
Ich habe einfach eine unzureichende Erfolgskontrolle, wenn es darum geht, welcher Nutzer hat jetzt wirklich einen welchen Kurs, wie lange besucht, hat er den abgeschlossen und so weiter. Allerdings, wie gesagt, mit der neuen Learning App sollten wir noch mal einen Schritt weiter in die Richtung kommen. Ich zeige euch jetzt im nächsten Schritt mal, was denn heute schon geht und wie wir das nutzen. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin von der Office 365 Akademie. Wir nutzen diese ganzen Werkzeuge bei unseren Kunden. So komme ich auch dazu, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Und wir haben dadurch schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Ich zeige euch mal kurz, wie wir damit umgehen, dass ihr auch das gesehen habt anhand einem praktischen Beispiel. Bei uns geht es darum, die Leute auf dem Laufenden zu halten über das ganze Produkt Microsoft 365. Da kommen ja ständig neue Funktionen dazu, es ändert sich was. Und wir produzieren dann kurze Videoinhalte. Die nehmen wir dann ganz normal am PC auf. Man könnte sie auch mit PowerPoint zum Beispiel aufnehmen, kurze Erklärvideos, wo man Funktionen erklärt, wo man How-to-Szenarien durchgeht und so weiter. Und das veröffentlichen wir dann bei unseren Kunden in deren Stream, also auf deren Videoplattform. Anschließend, damit die Inhalte auch irgendwie zum Nutzer kommen, verwenden wir dann je nach Kunde Outlook, Teams oder Yammer, damit diese Informationen raustransportiert werden. Also sprich, die kriegen dann eine Benachrichtigung, zum Beispiel in Teams, wenn sich irgendwie eine neue Funktion dort ergibt oder wenn es ein neues How-to-Szenario gibt, zum Beispiel, wie man jetzt eine virtuelle Schulung abhalten kann oder sowas. Und damit der Nutzer da auf dem Laufenden bleibt und nicht immer im Stream reingucken muss. Dann nutzen wir Forms nicht in der Form, um Wissen abzufragen, sondern tatsächlich, um einfach Feedback abzugreifen. Also sprich, wir binden in jedes Video ein Forms-Formular ein, sodass ich mir ein Video angucken kann. Und wenn das Video dann vorbei ist, nach 3 Minuten, erscheint dann automatisch so ein Feedback-Formular, das man dann ausfüllen kann. Und dann, um Inhalte da nochmal zusammenzustellen und zu kuratieren, nutzen wir dann SharePoint als Werkzeug, um einfach verschiedene Medien auch miteinander zu kombinieren. Wir haben in Stream ein reines Videowerkzeug und in SharePoint gibt es eben die Möglichkeit, da kann ich mir dann auch PDF-Dateien einbinden, ich kann Videos einbinden, ich kann Word-Excel-Dateien einbinden, ich kann Verlinkungen machen und so weiter. Und zum Schluss nutzen wir dann noch Power BI für die Erfolgsmessung, um da etwas rauszukriegen, wie gut wurde denn das Material jetzt angeguckt und angeschaut. Gut. Dann springe ich jetzt als nächstes mal in die Umgebung rein. Ich öffne dazu mein Microsoft Teams und zeige euch mal, wie das Ganze jetzt live aussehen kann, wie man das entsprechend verwenden kann und was wir da gebaut haben. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, es gab hier keine Zusatzapplikationen oder Drittanbieterprodukte oder irgendwelche Erweiterungen, die man programmiert hat, sondern das ist alles tatsächlich im Standard möglich. Wir haben jetzt hier ein Team angelegt, das haben wir dann auch tatsächlich so genannt, produktive Arbeiten mit Office 365 oder mit Microsoft 365. Es kann natürlich jeglicher Name sein. Ich zeige nachher auch noch 2, 3 andere Beispiele, wie es aussehen kann. Wir haben dieses Team dann unterteilt, damit die Leute nicht überflutet werden an Informationen in verschiedene Kanäle. Die Kanäle haben wir noch ausgestattet mit Emojis. Das funktioniert mittlerweile auch ganz einfach über die Windows-Taste und Punkt kann ich diese Emojis da einbinden und kann das Ganze etwas ansprechender gestalten. Wenn man jetzt reinguckt in so einen Kanal, zum Beispiel Zahlen und Auswertungen, dann haben wir hier Postings vorgenommen, um einzelne Videoinhalte dann entsprechend zu verbreiten. Also hier gibt es eine neue Funktion, wie man eine Statistik zu Arbeitsmappen abruft. Und dann haben wir hier ein Stream-Video eingebunden, sodass ich da direkt darauf aufmerksam werde. Die Nutzer können jetzt hier auch direkt interagieren oder zum Beispiel sich gegenseitig
darauf aufmerksam machen und können natürlich das auch als Anlass nutzen, um ja darüber zu sprechen und sich mit anderen auszutauschen. Was man jetzt zusätzlich einbinden kann, ist natürlich das breite Dateien, um weitere Informationen dort bereitzustellen, um weitere Dateien mit einzubinden. Wir haben zum Beispiel als Registerkarte dann noch einen Videoreiter eingebunden, um jetzt auf die Gesamtanzahl an Videos nochmal zuzugreifen, die bei uns jetzt da im Hintergrund dann liegen. Thema ist natürlich völlig egal. In unserem Beispiel dreht sich da eben immer um Microsoft 365. Und hier kann ich jetzt bequem durch die Videos durchgehen und mich da entsprechend durchnavigieren. Hier haben wir nur ein Stream Web Part oder ein Stream, die Stream App genutzt, um diesen Reiter zu erstellen. Man kann aber genauso gut auch einen Reiter dann erstellen, um zum Beispiel externe Inhalte einzubinden, zum Beispiel von irgendwelchen Internetseiten, hier jetzt von unserer Internetseite über das Thema Power BI, wo ich mich eben dann drüber informieren kann. Auch das kriege ich in Teams entsprechend mit unter. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie Stream da entsprechend genutzt werden kann. Stream hat ganz coole Funktionen, was das Videolernen anbetrifft. Und zwar, man kann natürlich Videos hochladen. Ich glaube, das überrascht erstmal niemand. Was aber schon ganz cool ist, ich kann mit der Suchfunktion nicht nur Videotitel finden, sondern ich kann auch in den Videos dann suchen. Und das macht das Ganze natürlich auch etwas leichter zugänglich für meine Nutzer. Zum Beispiel hier finde ich jetzt direkt ein Video, wie kann ich ein Team archivieren und sehe, ah ja, bei Minute 1:21 spricht man dann davon, wo man draufklicken muss. Das will ich jetzt sehen. Ich klicke da drauf und springe eben direkt an diese Videostelle hin. Grundsätzlich könnt ihr jedes Video, das ihr in Stream hochladet, transkribieren lassen. Also sprich, ihr kriegt dann hier so ein komplettes Transkript, zu welcher Minute welche Informationen gesagt wurden. Und das lässt sich dann eben durch die Suche auch wieder erschließen. Weiter unten haben wir dann die Beschreibung noch genutzt, um weitere Infos einzukippen und auch Hashtags, um Querverbindungen herzustellen und zum Beispiel dann eben alle Videos zu OneNote zu finden. Auch Links funktionieren hier drin. Man kann mittlerweile Videos auch ersetzen in Stream. Also sprich, wenn ihr jetzt ein Videomaterial aufgezeichnet habt und das aktualisieren möchtet, dann gibt es da auch die Möglichkeit, das Video tatsächlich zu ersetzen und nicht einfach zu löschen und ein neues Video hochzuladen, weil dann gehen euch die ganzen Verlinkungen kaputt. Wir haben das, um da transparent zu sein, dann hier in der Beschreibung als Versionshistorie nochmal eingefügt, weil ansonsten ist es eben relativ schlecht erkennbar, wenn man das Video geändert hat und vielleicht für den Nutzer überraschend, wenn der jetzt da auf einmal was anderes sieht. In Stream an sich kann ich mir so ein Videoportal aufbauen. Ich kann hier entweder arbeiten mit Gruppen oder direkten unternehmensweiten Kanälen. Bei den Kanälen haben wir dann vielleicht zum Beispiel für die verschiedenen Zielgruppen was angelegt, das wir dann in Stream eben präsentieren. Und wenn ich jetzt hier auf eines von diesen Kanälen draufgehe, eben zum Beispiel zum Thema mobiles Arbeiten, dann sehe ich hier eine Zusammenstellung, was es jetzt dazu alles gibt. Eigene Inhalte, habe ich vorher schon gesagt, kann ich produzieren mit der Smartphone-App von Microsoft Stream oder alternativ per Klick auf Erstellen hier im Stream kann ich nicht nur ein Video hochladen, sondern auch meinen Bildschirm aufzeichnen. Und da habe ich auch die Möglichkeit, direkt Text einzusprechen dazu und kann eben kurze Erklärvideos dann auch erstellen. Ich kann auch mein Webcam-Bild verwenden. Also es muss gar nicht unbedingt um Inhalte auf dem PC gehen, sondern ich kann auch einfach eine PowerPoint vielleicht zeigen und dazu noch mein Webcam-Bild mit einblenden und das dann präsentieren und das dann im Stream bereitstellen. Ich wechsle nochmal zurück zu Teams und zeige euch jetzt noch, wie wir in SharePoint das Ganze dann abgebildet haben und dann kommen wir noch
zu zwei, drei anderen Beispielen, die jetzt nichts mit uns zu tun haben. Auch hier ist es wichtig, hier kam jetzt keine Entwicklung zum Einsatz, sondern das sind einfach Webparts, beziehungsweise Bilder, und andere Elemente, die wir in SharePoint verwendet haben. Wir sind jetzt hergegangen und haben dann zum Beispiel Inhalte nochmal zusammengestellt. Zum Beispiel haben wir Szenarien entwickelt oder haben da Infoseiten zu den einzelnen Apps gebaut oder sind dann hergegangen und haben angelehnt an klassische Präsenzschulungen dann nochmal Lernpfade gebaut, wo sich dann an die Agenda der Präsenzschulung halten, um das Ganze einfach zu unterstützen. Ihr seht, hier gibt es jetzt sowas wie Teams-Besitzer oder so. Ich klicke jetzt mal so ein Szenario an, wie man eigene Videos erstellt. Und man sieht jetzt hier drin, wir haben hier Text mit eingebaut, haben hier einfach Informationen bereitgestellt. Hier sollten eigentlich noch Bilder kommen, wenn meine Internetverbindung etwas schneller wäre. Hier sieht man es. Dann haben wir da eben auch Formulare eingebaut von Forms, um jetzt darauf zu reagieren. Wir können hier auch eine Yammer-Community integrieren, um in direkten Austausch zu gehen. Und was wir dann natürlich auch gemacht haben, sind wiederum die Videos aus Stream dann genommen und diese dann hier in SharePoint integriert. So schaffe ich halt dann einen schönen strukturierten Ablauf, den der Nutzer halt einmal von oben nach unten durcharbeiten kann oder auch selektiv dazu was rausgreifen kann. Gut. Noch ein paar andere Beispiele dann. Wir nutzen das eben für die Inhalte von Microsoft 365. Grundsätzlich lässt sich ja ganz toll für alles Mögliche nutzen und dazu gibt es auch allerhand Funktionen, wie ich vorher mal in der Übersichtsfolie hier gezeigt habe. Ich springe einmal nochmal hin. Wir haben jetzt schon mal einen Blick geworfen eben auf Allround-Werkzeug Teams. Was ihr da toll machen könnt in Teams ist eben themenbezogen arbeiten, dass ihr zum Beispiel ein Thema in einem Team abbildet, das dann für einzelne Kanäle untergliedert. Ihr könnt sogar einzelne Kanäle dann schützen lassen für bestimmte administrative Tätigkeiten oder um vielleicht nochmal einen speziellen Kreis an Leuten auszuwählen und so weiter. Dazu gibt es über die drei Punkte die Möglichkeit, wenn ich auf Kanal hinzufügen klicke, unter dem Punkt Datenschutz, das Ganze nicht bloß per Standard zu machen, sondern eben privat, dann kann ich den Teilnehmerkreis speziell nochmal auswählen, wer denn wirklich in diesen Kanal reingucken darf. Innerhalb von so einem Kanal habe ich vorher schon gezeigt, gibt es die Möglichkeit, ganz normal mit Dateien zu arbeiten. Ihr habt die Möglichkeit, Schulungen durchzuführen oder Web-Sessions. Klickt dazu einfach oben rechts auf Besprechung. So eine Besprechung lässt sich auch planen. Dann kann ich sie terminieren. Die erscheint dann im Kanal. Da landet dann auch automatisch meine Aufzeichnung, wenn ihr die Session aufzeichnet und habt es dann eben alles an einem Ort dann zugänglich. Wenn wir weiter gucken, die Contentplanung mit Planner, das haben wir in der Vergangenheit schon genutzt, um zum Beispiel Ideen zu sammeln und zu strukturieren. Wir sind dann einfach hergegangen und haben dann einen Plan im Planner angelegt und da kann ich dann mit verschiedenen Buckets arbeiten, um Ideen in Karten zuerst mal darzustellen und diese Karten dann hin und her zu verschieben. Ich habe jetzt hier mal so einen Plan geöffnet, im Planner zum Thema Verkauf oder Vertrieb. Man könnte jetzt hier zum Beispiel eine Themensammlung anfangen in einem Bucket, wo ich sage, ja gut, relevant wäre zum Beispiel mal das Thema Gespräche und Vertragsabschluss. Kann
kann ich dann hier drin aufnehmen. An so eine Karte kann ich dann auch verschiedene Inhalte hinhängen, zum Beispiel verschiedene Labels verwenden, die kann ich auch anpassen, die müssen nicht so sein, wie sie hier drin stehen. Ich kann das Thema jemandem zuweisen, der sich um das kümmern sollte. Ich kann noch weitere Informationen hier mit eingeben. Ich kann auch Dateien mit hinhängen, wo ich sage, die passen zu diesem Lerninhalt und ich kann darunter kommentieren, um darüber zu sprechen und zu diskutieren. Wenn ich jetzt mir so eine Karte erstellt habe, dann lässt sich so eine Karte auch recht einfach dann hin und her übertragen von einem Bucket ins andere und wir haben jetzt hier das eben mal relativ simpel aufgeteilt in die Themensammlung. Themen, die gerade in Planung sind, beziehungsweise die in Arbeit sind und dann die Themen, die wir im Angebot haben. Also relativ simple Aufteilung, aber bringt halt etwas Struktur in so ein Thema entsprechend mit rein. Dann die Content-Sammlung mit OneNote. Wenn wir OneNote nutzen, gibt es die Möglichkeit, Notizbücher für Personen freizugeben. So ein Notizbuch in OneNote hat den großen Vorteil, dass es mehr oder weniger alle Informationen aufnehmen kann, sei es jetzt Sprachnachrichten, sei es jetzt gezeichnete Bilder, ich kann es am Touchgerät, kann ich drauf schreiben und so weiter und nehme zuerst mal alles in OneNote auf. Außerdem kann ich an so einem OneNote-Notizbuch dann auch schön mit mehreren Personen arbeiten, sodass mehrere Leute darauf zugreifen können und auch gemeinsam Inhalte zusammenstellen können. Was da ganz nützlich ist, wenn ich aus dem Internet Informationen recherchiere, zum einen habe ich eine relativ bequeme Bildschirmausschnittfunktion, um Screenshots da zu ziehen. Zum anderen installiert mir OneNote auch einen Drucker, damit ich Inhalte, die ich im Internet vielleicht finde, direkt per Datei drucken, dann sagen kann, an OneNote drucken und dann landen diese Inhalte direkt in mein OneNote. Ich kann mir sogar eine Mailadresse einrichten, sodass ich per Mail einfach Inhalte an mein OneNote-Notizbuch senden kann und die landen dann automatisch hier drin. Ihr seht schon, man kann hier auch noch Bilder integrieren, Videos integrieren. Ich kann auch Stream-Videos wieder hier drin mit aufnehmen und so weiter. Also bin ich hier relativ flexibel, was das Ganze anbetrifft. Und OneNote funktioniert eben auf allen Geräten hinweg und ich kann es überall nutzen. So ein OneNote-Notizbuch wird dann gegliedert in verschiedene Abschnitte. Ihr seht links das Notizbuch Michael, oben dann zwei Abschnitte und ein Abschnitt umfasst dann wiederum mehrere Seiten. Alles lässt sich recht leicht umstrukturieren. Also ihr müsst hier euch nicht lange Gedanken machen über eine Struktur, weil man kann es tatsächlich sehr, sehr einfach dann auch verschieben von einem ins andere Notizbuch und so weiter. Also zur Content-Erstellung und Sammlung unheimlich wertvoll, dieses Werkzeug. Zusätzlich findet OneNote nicht nur Inhalte, die ihr geschrieben habt, sondern er findet sogar Inhalte, die in einer Audiodatei drinstecken oder auf einem Bild. Also ihr seht, ich habe hier einen Screenshot gemacht und in dem Screenshot heißt eine Datei Finanzen und diese Finanzdatei finde ich dann trotzdem über meine Suche, ohne dass ich jetzt das speziell verschlagwortet habe. Also da ist OneNote tatsächlich recht gut aufgestellt und bietet mir hier allerhand Funktionen an. Video-Content veröffentlichen haben wir vorher schon gesehen, eben mit Microsoft Stream, was ich da machen kann, mit den Gruppen zu arbeiten, mit Kanälen zu arbeiten, um Inhalte eben zusammenzustellen. Dann den Video-Content erstellen. Da haben wir vorher mal die Bildschirmaufzeichnung angeguckt in der Stream-App. Ich klicke nochmal zurück. Das war hier per Klick auf Erstellen, wo ich sagen kann, Bildschirm aufzeichnen. Und dann habe ich die Möglichkeit, bis zu 15 Minuten was aufzunehmen. Falls euch das noch nicht passt, gibt es auch die Möglichkeit, in PowerPoint tatsächlich solche Inhalte aufzunehmen. Dazu klickt ihr innerhalb von PowerPoint einfach auf Einfügen und dann bei den Medien auf Bildschirmaufzeichnung. Und bei der Bildschirmaufzeichnung habt ihr dann ähnlich wie in einem Screenshot
kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, diesen Teil hier möchte ich aufzeichnen. Dazu will ich auch noch Audio aufzeichnen. Klick hier auf Aufzeichnen, dann beginnt hier meine Aufnahme. Ich kann jetzt hier in OneNote was erklären, dass man hier einen weiteren Abschnitt anlegen kann. Wenn ich dann mit meiner Erklärung fertig bin, beende ich dann einfach die Aufnahme und er hat mir jetzt ganz normal eine Videodatei erstellt. Wenn ich Audio angeklickt habe, dann auch tatsächlich mit dem, was ich ins Mikrofon eingesprochen habe und was in PowerPoint tatsächlich etwas die meisten überrascht, dass ihr hier auch die Möglichkeit habt, einen kleinen Videoschnitt vorzunehmen. Also ihr könnt hier zum Beispiel die Lautstärke noch anpassen. Ihr könnt das Video in PowerPoint dann noch kürzen. Wenn ihr sagt, nee, Anfang und Ende habe ich noch irgendwas rumgeklickt oder so, dann kann ich das hier drin direkt noch anpassen. Und dann lässt sich das natürlich auch als MP4 speichern. Da gibt es zwei Möglichkeiten in PowerPoint. Mit rechter Maustaste kann ich hier sagen, Medien speichern unter. Dann kriege ich hier tatsächlich eine MP4-Datei, die ich dann wieder verwenden kann. Ich speichere das jetzt mal auf dem Desktop ab, diese Medien-1-Datei. Jetzt schauen wir mal auf den Desktop drauf. Dann seht ihr, habe ich jetzt hier tatsächlich eine MP4-Datei generiert. Oder alternativ, wenn ihr jetzt das Ganze noch mal etwas umfangreicher machen möchtet und vielleicht eine ganze Präsentation als Video haben möchtet, dann gibt es auch die Möglichkeit, über Datei exportieren, hier drin zu sagen, entweder ich veröffentliche das direkt in Microsoft Stream oder ich klicke hier auf Video erstellen und kann dann hier die Qualität angeben, was ich denn da haben möchte. Ich kann sagen, ob ich denn Zeitabläufe und Kommentare noch mitverwenden möchte, wenn ich sage, ich nehme das vorher mal auf und wechsle in bestimmten Rhythmus meine Folien durch, standardmäßig nimmt er hier alle 5 Sekunden, dann klicke ich hier auf Video erstellen und er verpackt mir das Ganze dann in eine Videodatei. Also wir haben hier relativ viele Funktionen, ohne dass ich mir jetzt wirklich ein Videoschnittwerkzeug anschaffe, sondern das alles ist schon dabei. Social Learning und Community mit Teams oder Yammer. In Teams haben wir uns vorher schon mal kurz umgeguckt. Ich werfe noch einmal einen Blick auf Yammer. Yammer hat jetzt auch ein neues Design erhalten. Vielleicht haben das noch nicht alle gesehen. Sieht jetzt auch noch mal etwas attraktiver aus und ist auch noch mal etwas leichter zu verwenden als wie früher. Auch mit passendem Logo. Man spricht jetzt in Yammer nicht mehr von Gruppen, sondern von Communities. Ich kann hier meine Communities auf der linken Seite verwalten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Community zu einem bestimmten Thema. Das Ganze, was ihr hier seht, ist auch Standard mit diesem neuen Yammer, wurde also grundlegend nochmal überarbeitet. Und hier kann ich dann eben auch ja, Kommentare abgeben, kann über Themen diskutieren, kann Hashtags nutzen, so wie man es sich halt vorstellt von einem Social-Werkzeug wie Facebook. Eine Suchfunktion erlaubt mir dann auch, die Inhalte zum Durchsuchen, entweder von einer Community oder vom gesamten Yammer. Und was eben auch schön ist, dass sich so eine Community hier mittlerweile auch schön einbinden lässt in Microsoft Teams. Also sprich, es gibt hier eine eigene Yammer-App, die nennt sich Communities und darüber habe ich dann auch direkt Zugriff auf die ganzen Inhalte aus Yammer. Also sprich, auch das lässt sich hier integrieren, wie alle anderen Elemente, die ich euch gezeigt habe, eben auch. Also sprich, ihr kriegt es dann in Teams wirklich alles unter einer Oberfläche. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum brauche ich denn überhaupt noch eine Yammer-Community, wenn ich denn Teams habe? Grundsätzlich kann man es daran unterscheiden, dass Teams eher gedacht ist, um für eine Arbeit in einer Arbeitsgruppe da zu sein, während ich jetzt in Communities vielleicht eher arbeite an so Themen wie ja, Digitalisierung oder irgendwie sowas, wo mal eher offener gestaltet ist, wo ich vielleicht auch noch nicht weiß, wer sich alles für dieses Thema interessiert. Ich kenne vielleicht die Leute noch gar nicht. Ich suche mir selber ein Thema heraus, wo ich mich beteiligen möchte. Dann ist eher Yammer das Werkzeug der Wahl.
Die Lernpfade haben wir vorher schon mal angeguckt in SharePoint. Wir haben da eben auch Standard-SharePoint-Funktionalitäten genutzt. Also auch da nichts Außergewöhnliches, sondern tatsächlich alles das, was in SharePoint schon eingebaut ist. Mit verschiedenen Webparts und Bildern und so weiter. Man kann sich da natürlich mehr Mühe oder weniger Mühe geben. Ich zeige hier nochmal ein Beispiel, was man da alles integrieren kann. Wir haben hier eine Infoseite gebaut zu Microsoft Teams. Hier lassen sich einfach Bilder drauf integrieren und Text. Das wird niemand verwundern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch Videos mit reingebaut von Stream, die ich mir anzeigen lassen kann. Ich kann aber genauso ein RSS-Feed hier mit einbauen, der mir hier entsprechend angezeigt wird, der im Moment nicht funktioniert, wie ich gerade sehe. Ich kann auch YouTube Playlists hier einbunden, zu verschiedenen Kanälen aus YouTube. Ich kann mir Dateien mit integrieren und ich habe weiter unten eben auch die Möglichkeit, Links einigermaßen ansprechend darzustellen, dass das Ganze nicht so langweilig aussieht. Also ein relativ breites Themenspektrum, was SharePoint da anbietet und lässt sich dann schlussendlich auch wieder integrieren in Microsoft Teams. Bei den Wissensdokumenten kann ich natürlich ganz klassisch arbeiten mit Word oder PowerPoint und da meine Informationen reinpacken. Word, PowerPoint und PDFs eignen sich natürlich sehr, sehr gut, durch das, dass die Suchfunktion, die ihr in Microsoft 365 drin habt, eben auch diese Inhalte durchsucht, also nicht nur die Dateinamen, sondern auch tatsächlich alles das, was innerhalb von den Dateien dann geschrieben steht. Also sprich, ihr habt relativ gute Chancen, dass sich das Ganze dann auch wieder finden lässt. Eine Wissensdatenbank kann ich dann aufbauen, entweder mit SharePoint oder mit OneNote. Es gibt hier noch ein paar Neuerungen zum Thema SharePoint. Und zwar hat Microsoft jetzt schon länger von einem Project Cortex gesprochen. Das Ganze ist ein Projekt, um einfach Wissen besser darstellbar und besser erfassbar zu machen. Ich zeige euch da noch kurz eine Folie. Moment. Bei Project Cortex, das Ganze wird als Add-in angeboten, also sprich, das kriegt ihr nicht einfach so geliefert, sondern das ist dann eine Zusatzleistung, die Microsoft hier anbietet. Microsoft spricht hier vom Thema Wissensmanagement, wo es natürlich auch ein Stück weit immer um das Thema Wissensvermittlung und Lernen dann eben geht. Zuerst wurde es eingeführt unter dem Namen Cortex und jetzt gibt es ein erstes Produkt, würde ich mal sagen, das nennt sich Syntex. Um was geht es da überhaupt? Microsoft versucht hier durch eine intelligente Inhaltsverwaltung automatisch Informationen aus Dateien rauszuziehen. Zum Beispiel haben wir hier in dem Screenshot eine Rechnung und dann kann ich Syntex hier anleiten, was gibt es denn für Informationen auf so eine Rechnung zu finden, kann das antrainieren und dann kann ich beliebig viele Rechnungen da reinschmeißen und er holt mir immer die entsprechenden Informationen raus. Also sprich, das, was uns gelähmt hat bei der Wissensverarbeitung oder Wissensaufbereitung die letzten 15 Jahre, war ja immer das, dass viel Wissen da ist, aber niemand hat so recht Bock, Metadaten zu erfassen und das irgendwie einzukategorisieren. Da kann man vielleicht noch die Leute dazu zwingen, aber dann war noch das Problem, man kommt auch nicht so gut an die Inhalte ran. Und beides soll jetzt da mehr oder weniger gelöst werden, durch das, dass man antrainieren kann, die Inhalte selber zu verstehen oder dass SharePoint die selber versteht. Und zum Zweiten, dass ich sie eben über die Suchfunktion ganz einfach finden kann. Es geht im Hintergrund auch wieder um Metadaten, die ich dazu verwende, um das Ganze rauszuziehen. Also sprich, es werden Metadaten befüllt. Hier sehen wir jetzt,
diese Erkennung, er liest sich jetzt hier mehr oder weniger in den Text durch und zieht dann da Informationen raus. Und aus dem Ganzen, ich springe über ein paar Folien, aus dem Ganzen gibt es dann eben oder lässt sich in einem Content Center verschiedene Contents dann eben anlegen, dass ich sage, ich klicke jetzt hier auf einen Content drauf, zum Beispiel zu einem bestimmten Projekt, und dann finde ich Informationen, die in irgendwelchen Bildern stehen, in irgendwelchen SharePoint-Dateien, die vielleicht in Yammer diskutiert werden, die in Teams mal diskutiert werden und so weiter, alles auf einer Übersichtsseite. Und die Übersichtsseite generiert mir SharePoint mehr oder weniger fast automatisch und sammelt mir die ganzen Informationen zusammen, aber immer im Hinblick darauf, dass ich wirklich nur das sehe, worauf ich auch berechtigt bin. Also das Ganze berücksichtigt natürlich die Berechtigung und bereitet mir diese Informationen dann entsprechend auf. Soweit mal ein ganz spannender Ansatz. Jetzt im Oktober ging das Ganze los. Es lässt sich jetzt aktivieren und mal austesten. Ich habe jetzt da noch keine ausreichende Demo-Umgebung gebaut. Darum habe ich euch auch hier die Folien mitgebracht von der Microsoft Ignite-Konferenz, die vor 2, 3 Wochen stattgefunden hat. Und da wurde das gezeigt. Hier auf der Folie seht ihr jetzt mal so ein Topic, also sprich hier zu dem Projekt Mach 3. Und dann gibt es hier einen gewissen Text. Es gibt hier eine Anzeige, welche Personen beschäftigen sich denn mit dem Projekt. Und wenn ich jetzt hier runterscrolle, dann sehe ich Konversationen, Yammer, dann sehe ich Dateien und so weiter. Und das wurde eben alles selbstständig von SharePoint dann zusammengebracht an einen Ort. Und wenn ich mich jetzt irgendwo in Microsoft 365 bewege und ich sehe dann das Schlagwort Mach 3, dann kann ich da drauf zeigen mit der Maus. Das wird mir dann unterstrichen dargestellt. Und dann sehe ich, aha, da gibt es eine Inhaltsseite dazu. Es geht dann so eine Sprechblase auf. Und in der Sprechblase sehe ich dann zuerst mal erste Informationen. Und darüber kann ich dann auch abspringen, eben auf so ein Topic und mir diese Informationen da alle rausholen. Ihr seht es hier nochmal, diese Sprechblase. Hier auf einem Hashtag basierend. Man zeigt da drauf, man sieht dann erste Informationen und kann dann da eben direkt auf dieses Topic abspringen. Ich befinde mich jetzt hier in Yammer und habe dann trotzdem Zugang zu diesen Inhalten. Soweit mal der Gedanke von Microsoft, das ganze Thema der Wissensvermittlung, Wissensmanagement weiter zu treiben. Also sprich, wir haben uns jetzt angeguckt, nicht nur die Basisfunktionalitäten, die es per Stand heute alle schon gibt, die ich hier aufgeführt habe, sondern auch ein gewisser Blick in die Zukunft mit dieser Learning-App, ganz am Anfang, wo ich euch das YouTube-Video mal gezeigt habe, beziehungsweise dann zum zweiten, das, was ihr jetzt mit Project Cortex gesehen habt. Von dem her kann man schon sagen, Microsoft gibt sich da Mühe, noch weiter in den Bereich von Learning und Wissensmanagement reinzukommen und da immer besser zu werden. Was ich noch unterschlagen habe, war das Thema Umfragen mit Forms. Auch das zeige ich noch kurz. Forms ist eine App von Microsoft 365, wo ihr ganz, ganz simpel Umfragen erstellen könnt und eben auch abfragen. Also sprich, man kann es nutzen für eine klassische Umfrage. Mal gucken, ich habe auch ein Beispiel eigentlich vorbereitet gehabt. Was ist Office 365? Genau. Ich kann es jetzt hier ganz klassisch für eine Umfrage verwenden, um eine Meinung abzugreifen. Ich kann es aber auch zur Wissenssammlung verwenden, indem dass ich zum Beispiel sage, okay, welche Informationen habt ihr denn dazu? Es lässt sich über Forms auch Dateien einsammeln. Also sprich, ich kann nicht nur Text einsammeln durch irgendwelche Textzeilen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, tatsächlich die Leute aufzufordern, gebt mir mal eure neuen Dateien ab, die ihr jetzt erstellt habt zu dem und dem Thema und so weiter, dann kann ich das auch über Forms tun. Und ich kann über Forms auch so eine Art Quiz oder so einen Wissenstest
bereitstellen. Ihr seht es jetzt hier, gibt es einen Wissenstest, was ist Office 365? Dann habe ich da zwei Fragen erstellt, wo man dann was anklicken kann. Dafür gibt es dann auch Punkte. Man kann hier ganz leicht neue Fragen hinzufügen. Es gibt verschiedene Fragentypen und hier eben auch die Möglichkeit, eine Rangfolge festzulegen, wo die Leute was sortieren können oder eben ein Datei-Upload, was ich vorher erwähnt habe. Das Ganze wird mir dann auch wirklich schön ausgewertet. Ich sehe dann jetzt hier, was antworten die Leute. Und wenn ich jetzt eben Informationen einsammeln möchte, wo findet ihr toll, wenn man an der Weihnachtsfeier hingeht oder irgendwie sowas, dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich das weiter auswerten möchte, dass ich mir das Ganze, die ganzen Ergebnisse in Excel runterlade und mir dann angucke und hier dann damit weiter arbeite. Also ja, relativ bequem und vor allem besser, als wie wenn ich die Excel-Datei an sich an die ganze Teilnehmerschaft verschicke, weil da hat ja jeder eine andere Idee, wie er sich in die Excel-Datei einträgt und der eine fügt noch eine Spalte dazu und der nächste löscht eine raus. Und so habe ich wirklich strukturiert Informationen eingesammelt und zu einem Punkt gebracht. Okay, das war noch der Punkt Umfragen mit Forms. Dann die Frage, habt ihr noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche, auf was ich noch nicht eingegangen bin oder was noch fehlt? Der Alex hat eine Frage. Der Speicherort von Streams soll sich ja verändern. Bleiben ja Funktionen trotzdem so bestehen? Nicht zu 100%. Also es ist absolut korrekt, der Speicherort von Stream wird sich ändern, in dem Sinn, dass im Moment ist Stream eine eigene Plattform. Also sprich, wir haben auf der einen Seite verwalten wir unsere Dateien, unsere Word, Excel-Dateien und so weiter, die speichern wir in OneDrive und die speichern wir in SharePoint. Und auf der anderen Seite haben wir dann MP4-Dateien, also Videodateien, die kommen an einen ganz anderen Ort, eben in Stream. Und da hat Microsoft jetzt auch erkannt, dass das eigentlich gar nicht so cool ist, diese Trennung, dass man ausgerechnet Videodateien jetzt an einem anderen Ort speichert und sagt da künftig, okay, wir optimieren jetzt OneDrive und wir optimieren SharePoint dahingehend, dass man da auch vernünftig Videodateien drauf abspeichern kann und die da auch vernünftig abspielen kann. Was jetzt gemacht wurde, es wird eine Stream-App geben und mit dieser Stream-App kann ich dann die Videoinhalte, die ich auf OneDrive und SharePoint abgelegt habe, dann eben auch direkt so konsumieren. Ich habe euch auch einen Screenshot von dieser Stream-App, die es da künftig gibt. Kann ich euch auch mal zeigen. Moment. Jetzt müsstet ihr nochmal in die Präsentation sehen. Und hier sehen wir jetzt die Stream-Web-App. Also sprich, so wird Stream künftig aussehen. Das wurde auch vorgestellt auf der Ignite. Und dann gibt es auch einen neuen Stream-Player, den sieht man jetzt hier. Also sprich, wenn ihr dann künftig in OneDrive oder in SharePoint auf ein Video klickt, dann werdet ihr das Video nicht mehr nur im Vollbildmodus sehen, wie es aktuell ist, mit Play und Pause und Stopp, sondern ihr werdet dann einen vollwertigen Player haben, wo dann auch die Beschreibung drin ist, wo dann auch die Zeitmarken drin sind, Hashtags, das Transkript und so weiter. Dazu gibt es dann eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Dateien zu teilen nach extern, was im Moment in Stream nicht geht und so weiter. Also sprich, wir werden da mehr Funktionen bekommen, wie wir sie heute haben. Aber dieser eigenständige Plattformgedanke entfällt ein Stück weit. Es wird dann in SharePoint sogenannte Portals geben, also ein spezielles Webpart. Das sieht dann etwas ähnlich aus wie Stream heute, um eben Videoinhalte darzustellen und die an meine Nutzer rauszubringen. Aber es wird dann nicht mehr dieses klassische Stream sein, so wie wir es heute kennen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dann die Stream-Inhalte auch über die Suche gefunden werden. Im Moment, ich habe euch vorher gezeigt, wenn ihr suchen wollt, dann bin ich vorher nach Stream gegangen und habe dann da drin gesucht. Wenn ich jetzt einfach so auf
Wenn ich einfach so auf office.com suche, dann finde ich alles außer Videos. Also relativ blöd und unverständlich für den Anwender, und künftig wird das dann eben auch darüber gefunden. Und ein weiteres Manko, was behoben wird, die Video-Analytics-Funktion wird dann nachgerüstet, weil wir in SharePoint und in OneDrive bereits Datei-Analytics-Funktionen drin haben, um zu sehen, wie viele Leute greifen darauf zu, wie lang sind die in den Dateien drin. Werde ich hier auch künftig dann sehen, wie viel Zeit wurde verbracht in einem Video, wurde nur der Anfang angeguckt und dann abgebrochen und so weiter. Also wir werden einige Probleme lösen, die Stream heute noch hat. Von dem her, Funktionen werden nicht 1:1 übernommen, werden aber nach und nach dann eben ausgebaut, wie zum Beispiel dieser Stream Player, der dann mit der Zeit kommt. Gut, eine weitere Frage war, würde es sowas wie Class Insights auch für das normale Teams geben? Das wäre ja, wenn man Teams als LMS nutzen möchte, sehr spannend. Aber ich glaube, das ist relativ einfach mit deiner vorherigen Antwort mit diesem Analyse-Tool für diese Videos dann getan, ne? Ja, also im Moment haben wir sowas nicht. Also im Moment haben wir halt pro Video, kann ich halt angucken, wie oft wurde da drauf geklickt. Fertig. Mehr Informationen habe ich nicht. Genau, also dieses Insights, das hatte ich vorhin schon bei den News vorgestellt. Das ist jetzt in der Preview ausgerollt in den Edu-Tenants und kommt dann auch in normales Teams mit rein, aber ist noch nicht freigeschaltet. Dann kann man halt auch die Nutzung von einem Team sich anschauen, also besser als es jetzt schon geht. Und dann, wenn man natürlich sein LMS in ein spezielles Team hinzugefügt hat, dann kann man da natürlich auch sehen, wie viele Leute das benutzen und wie oft die dann reinschauen, also würde ich sagen. Gibt es auch die Möglichkeit, in einem Kanal in Teams ein Diskussionsforum zu integrieren? Also ich habe natürlich in Teams ja die normalen Beiträge, mit denen kann ich ja grundsätzlich mal diskutieren. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt Diskussionsforum auffasst als, ja, als Community in Yammer, dann kann ich das auch als Registerkarte mit einbinden. Das funktioniert natürlich. Ich gebe nochmal den Bildschirm frei. Ich kann jetzt hier entweder sagen, meine Beiträge, die nutze ich zum Diskutieren. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich klicke hier auf das Plus, sage, ich füge da eine spezielle Community mit dazu. Dann habe ich das hier als Registerkarte mit drin, oder ich verwende noch irgendein tolles Drittanbieterprodukt, wo ich auch noch mal diskutieren kann. Dann klicke ich auf das Plus, suche mir dieses Drittanbieterprodukt aus dieser Liste hier heraus, wenn es da irgendwas Vernünftiges gibt. Oder wenn es jetzt keine App dazu gibt im Stream, dann binde ich es eben als Website mir entsprechend ein. So erreiche ich dann auf jeden Fall mein Ziel, damit das Ganze in Teams ankommt. Also von dem her sind wir da eigentlich recht flexibel und frei, dass ich das da unterkriege. Okay, also zum Thema Forum, da lasst euch überraschen, da bauen wir gerade an was mit Single Sign-On. Ah, okay. Ist aber noch nicht fertig. Okay. Und ja, sobald es fertig ist, stelle ich das natürlich hier auch auf der Teams Summit vor. Aber gebt mir noch mal 3 Monate, sonst wird es nichts. Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich denke, es war sehr informativ, auch was da an neuen Dingen kommt. Ich habe ja heute nur die Dinge von Teams vorgestellt und nicht von Stream und der neuen Learning App. Ich denke, die Learning App, die dauert noch so wie alles. So, ich sage mal so zwischen 3 und 6 Monate sollte man schon warten. Ja. Und dann schauen wir mal, wie die Qualität von der App dann auch. Ja, genau. Wird man sehen, was die dann wirklich alles kann. Darum habe ich auch vorher ein Drittanbieterprodukt zumindest noch erwähnt. Ich denke, dass die natürlich da schon deutlich weiter sein werden, wie die Learning App zumindest in der ersten Ausbaustufe dann sein wird. Also von dem her wird es da sicher noch etwas dauern.
die gesammelten Informationen, auf was ich jetzt kurz die Auszüge gezeigt habe, sei es jetzt vom Project Cortex beziehungsweise von Stream, gibt es morgen in der News-Sendung, wenn ich das noch kurz anspreche, morgen um 14 Uhr auf www.office365akademie.de könnt ihr euch da einbuchen. Ich mache jeden Monat so eine News-Sendung, was sich alles Neues getan hat. Und da habt ihr jetzt gerade aus meiner 300-seitigen Präsentation einen Auszug davon gesehen. Da wird man dann noch über weitere Themen drüber gucken. Natürlich auch ein bisschen Teams, aber da seid ihr ja schon perfekt informiert worden. Aber dann eben auch von den anderen Apps, genau. Vielen Dank, Thomas. Super, vielen Dank. Viel Spaß euch noch. Bis dann. Servus, tschüss.